Ja, liebe Freunde und Fans von Chameleon, wir sind jetzt hier wieder im City Office, der ersten Filiale von Chameleon. Und ja, und hier geben sich die Stars die Klinke in der Hand. Ja. Zukünftige Formel 1-Fahrerin und ja, ich denke mal, gute Chancen auch als erste Frau die Formel 1 zu gewinnen. Ist auf jeden Fall ihr Ziel. Sophia Florsch. Mein Traum. Ja, Traum, Ziel, alles, ne? Wird, ne? Ali? Kriegt sie hin. Ne? Ja, mittlerweile gute Freundin geworden, nicht nur eine Bekannte, sondern wir haben viel Spaß zusammen gehabt. Wir waren am Hockenheimring. Hockenheimring, ne? Wilsterer Berg war, wo du Ali in Grund und Boden gefahren bist. Ja, genau. Ich habe da irgendwas von 15 Sekunden oder waren es 20? 16. 16, ja. Ja, sowas vergisst du Ali immer schnell, ne? Ja, nein, aber letzte Woche oder vor 2 Wochen hattest du auch großen Auftritt mit Goldene Lenkrad, ja. Autobild und. Genau. Frau Schöneberger. Bild am Sonntag, Frau Schöneberger hat sich interviewt. Wie war das eigentlich so für dich? So, dann ist das schon so richtig Rampenlicht. Hier ist ja so kleines Rampenlicht. Es war ein wirklich toller Abend. Ich habe viele Leute kennengelernt, unter anderem auch Elon Musk. Ah, okay. Und ja, habe an die Kategorie Sportwagen das Goldene Lenkrad übergeben an Audi. Und ja, war generell ein sehr, sehr schöner Abend. Hab, ja, sehr viel Spaß gehabt. Und hast du da irgendwelche Promis getroffen, so, wo du sagst, boah, der, das ist ja, was weiß ich, keine Ahnung. Brad Pitt würde es nicht sein, aber... Ja, also natürlich, es waren halt von fast allen Autokonzernen die, sagen wir mal, Chefs da, von Porsche, von Audi, BMW, Mercedes, wirklich alles, Renault. Ali, welchen Promi würdest du gerne mal kennenlernen? Außer Sophia, aber die kennen wir ja. Boah, jetzt fragst du mich aus. Weiblich oder männlich? Männlich. Denzel Washington. Ja, gute Wahl. Ja. Denzel Washington. Ja, finde ich gut. Ich würde gerne Sylvester Stallone mal kennenlernen. Und du? Britney Spears. Nee. Das ist schwer zu sagen. Hamilton. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton? Nee. Nicht Keke? Also seine Freundin würde ich auch Lewis. Gerne mal. Lewis sind Hamilton. Die überhaupt Lewis, noch zusammen? Nee. Nicht mehr? Mit nee. Scherzinger war das, ne? Ja, aber schon seit 2 Jahren, glaube ich. Echt? Okay, dann. Okay. Noch mehr nee, Grund, aber Lewis Hamilton vor, jetzt ist so. Ja, okay. Vorbild. Überraschung für dich, jetzt kommt Lewis hier um die Ecke. Nein, war Scherz. Er ist ein Abu Dhabi, oder wie also, heißt das jetzt? Ja, ne? Abu Dhabi. Ah. Entscheidung am Wochenende. Was meinst du? Es ist wirklich schwer, also Rosberg ist vorne, aber Hamilton kann schon fahren und wenn Rosberg Pech hat, dann sieht es nicht gut aus. Das wäre ganz schön bitter, wenn den irgendeiner abschießt, ne? Ja, das wäre sehr bitter, oder technisches Problem, Motorsport, ja, kann aber so das viel ist, passieren. Ja, ja. Ja, bei dir auch, ne? Letzte Rennen, ja. Vorletzte Rennen, ja. Fährt ja einer da Frontbügel. Passiert. Ja. So, und aber jetzt bist du heute hier in Essen und... Genau. Heute Abend ist die Race Night und da sind Ehrungen und Party und trifft man wieder Leute und halt Kontakte knüpfen und auch wieder einfach wieder sehen, weil ich meine, Anfang Dezember, Ende November hat man einen länger nicht gesehen. Das ist ganz gut immer. Wann geht die nächste, machst du nächstes Jahr noch einmal Formel 4? Ja, wahrscheinlich. Es ist noch nicht sicher, aber das ist auf jeden Fall einer der Pläne. Wann beginnt die nächste Saison? Wieder im April. Wieder im April. April bis Oktober wieder. Okay. 7 Veranstaltungen und ihr kommt wieder zu einem Rennen. Ja, ja klar, definitiv. Echt? Ja, ich na gut, okay. Und Bayern spielt. Bayern spielt, das spiel machen wir unter 4 Augen. Dann ab. Ja. Ja, gut. Ali, jetzt frag doch mal, du wolltest doch noch mal was fragen. Ne, du fragst doch schon alles. Nein, alles du gut. musst jetzt fragen. Alles andere weiß ich ja schon von dir. Ah! Ja, wie gut ich Auto fahren kann. Ja, genau. Das stimmt. Ja. Eigentlich vermeide ich ja Gespräche mit dir, weil 15 Sekunden, das ist ja nicht nur ein paar Sekunden, aber. Überleg dir mal. Zuliebe spreche ich noch mit dir. Danke. Nein, Gott. Ja gut. Nein, aber da merkt man auch den Unterschied zwischen Hobbyfahrer und Profi. Ja, ist ganz definitiv. Klar. Definitiv. Viele haben mich drauf angesprochen, 15 Sekunden und eine Frau. Aber ist halt so. Sie macht das von klein aus. Auf der Straße wäre was anderes. Da fordere ich sie immer noch raus, wenn sie ihren Führerschein hat. Gar kein Problem. Jede Ampel. Kein also, Thema, wir beide waren vor kurzem gemeinsam in so einem Rennsimulator und da habe ich da hinterm Lenkrad. So, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht, hier mit einer Hand. So. Du kannst ja damit noch nicht mal cruisen und langsam versuchen zu fahren, weil du gibst ein bisschen Gas. Langsam versuchen zu fahren, also ja, ich glaube. Nein, verstehst du, das war ja jetzt nur mal von mir ein Versuch. Aber es ist so unendlich schwer. Also wenn man da jetzt kein hart schwitzt, also das ist Wahnsinn. Ich war richtig am Schwitzen. Und, das geht halt auch vom Gehirn und alles, weil du einfach... Ja. Aber damit üben so die Profis an. Auch, oder? Ja, ich auch. Ja, du bist ja alle. Profi, klar. Alle. Das ist halt das Training. Aber jetzt mal noch mal eine Frage zu deiner Karriere und dann sind wir auch schon durch. Du fährst jetzt noch wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich noch einmal ein Jahr Formel 4.
Ich sag mal, die gewinnst du jetzt oder wird Zweiter oder Dritter? Nee, gewinnst du. Wahrscheinlich, ja. Sonst nichts, ja. Und dann geht dann der Schritt direkt in die Formel 1 oder kommt dann so, ich sag mal, Fußball, dritte Liga, zweite, erste? Nee, das Ding ist, ich werde ja erst nächstes Jahr 17, deswegen wäre das alles noch zu früh. Darfst du erst mit 18 Formel 1 fahren. Ah, okay. Also wahrscheinlich, also der Plan ist es, dann auf jeden Fall nochmal Formel 3 zu fahren, das ist eben die höhere Klasse nach der Formel 4. Ja. Und von da aus dann den Sprung in die Formel 1 zu schaffen. Das ist so der normale Weg im Motorsport, den man geht. Also Formel 2 gibt es gar nicht dann? Oder nee, gibt es? Formel 2 gibt es nicht, es okay. gibt GP2. Okay. Aber eigentlich Formel 3, Formel 1. Okay. Aber nicht hier, du machst ja jetzt nicht so halbe Sachen, ne? Also keine Kompromisse. Also nicht jetzt dann Angebot Formel 1 Testfahrerin und dann darfst du dann da irgendwelche Reifen warm fahren, sondern schon dafür ist Formel 1. Und wenn nicht, dann wir beide alle und ich, wir machen das dann. Dann klären wir das. Genau. Wir klären das, ne? Versprochen. Okay. Ja, Sophia, schön, dass du uns besucht hast. Und ja, und jetzt so sehr, förmlich. Sehr, sehr schönes Office natürlich hier. Ja, gut, der Ali hat jetzt hier die Coaching gestellt. Und die Autos auch. Ja, ja, wir geben uns also mit 18 Fall. Dann. Ja, kein Problem. Hätte ihr mein Geburtstagsgeschenk. Ja, na klar. Kriegen wir okay. hin. Alles klar. Alles ja, klar. Viel Spaß noch, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.